Hallo und herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hier zu Hause hat der Herbst mittlerweile Einzug erhalten und es wird langsam frisch. Die Motorradsaison neigt sich dem Ende entgegen. Es gibt aber noch eine Geschichte einer Tour, die ich euch gerne erzählen würde. Wir sind unterwegs gewesen in der Toskana, einer Region Italiens mit 23.000 Quadratkilometern und rund 3,7 Millionen Einwohnern. Von denen leben 70% allerdings alleine in den Küstengebieten. In diesem Reisebericht möchte ich euch vor allem zeigen, dass es neben den klassischen Sehenswürdigkeiten wie Pisa, Florenz und Siena auch noch vieles, vieles andere zu sehen und zu entdecken gibt. Ich habe die Ehre, begleitet zu werden von dem Rainer auf seiner BMW Adventure und von dem Alex auf seiner Africa Twin. Aus dem Südwesten Deutschlands kommt, peilen wir die direkteste Route in die Toskana an und werden von immer wiederkehrenden heftigen Regenschauern begleitet. Am Abend erreichen wir in der Nähe von Saracena unsere Unterkunft und besuchen gleich zur Einstimmung auf Italien eine Pizzeria. Diese ist aber nicht nur eine Pizzeria, sein Besitzer hält in dieser ein kleines Privatmuseum zweirädriger Oldtimer für seine Besucher bereit. Unglaublich, was dieser zusammengetragen und liebevoll restauriert hat. Ein Besuch ist sehr empfehlenswert. In der Nacht regnet es noch einmal kräftig vom Himmel herunter. Aber der nächste Morgen sieht vielversprechend aus. Zwei Tage, wo es vielleicht wechselhaft ist, aber dann kommt die Sonne raus, nach und nach. Hast du das so bestellt? Ja. Also das muss so kommen. Das kann gar nicht anders. Aber das ist vielleicht auch heute vom Himmel her die richtige Kulisse, wenn wir zu dieser Festung fahren, die wir sehen werden in Saracena. Auf die bin ich richtig gespannt, weil es ist eine besondere Festung. Nach einem guten Frühstück machen wir uns startklar und sind gespannt, was dieser Tag für uns bereithalten wird. Nicht weit von unserer Unterkunft befindet sich auch schon unser erstes Ziel. Ist das heute für ein Himmel? Da weiß man nicht, was uns heute noch erwartet. Das sieht vielversprechend aus. Und vielversprechend ist auch schon alleine der Anblick dieser Festungsanlage, die hier hinter mir ist. Das ist die Festungsanlage von Sarzanello und die ist bereits 1000 nach Christus, hat man die mal angefangen, so die Grundsteine zu legen von Otto dem Ersten, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Im 15. Jahrhundert schließlich dann wurde diese Festungsanlage weiter ausgebaut von den Medici und die hatten so richtig Kohle in die Hand genommen und wollten das Modernste haben, was es damals gab. Und das zu erkennen, tut man vor allem an dem Ravelin hier hinter mir. Das ist dieser eckige Wallschild, den man hier sehen kann. Und das Besondere an diesem Wallschild hier ist, rundherum um diese Festungsanlage hier hat es hier überall diese Mauer. Das heißt, war die erst einmal überwunden, so hatte man es als nächstes immer noch zu tun mit diesem Festungsgraben hier. Den galt es auch noch zu überwinden. Und von diesem musste man dann immer noch ins Burginnere gelangen. Ja? Und die Aufgabe dieses Wallschilds ist vor allem einer. Ihr seht dort hinten den Zugang dieser Brücke. Das ist der einzige Weg hinein. Und wer über diese Brücke gelangen will, der muss damit rechnen, dass er als erstes mit den Bogenschützen dort oben vom Ravelin zu tun bekommt. Diese Festungsanlage aus dem 15. Jahrhundert, erweitert von den Medici, die war danach stellvertretend ein Musterbeispiel für alle weiteren Festungsanlagen in Europa, die gebaut worden sind. Das ist das Besondere an dieser besterhaltensten Festungsanlage mit Wallschild in Sarzanello. Und die ist einen Blick wert. Thank you.
Wir lassen die Eindrücke dieser einzigartigen Festungsanlage noch ein wenig sacken und machen uns dann auf den Weg zu unserem nächsten Tagesziel, welches sich in Carrara befindet. Der Name Carrara dürfte bei manchem schon diverse Assoziationen hervorrufen. Was haben Michelangelos David, der schiefe Turm von Pisa, die Grande Arche in Paris, der Petersdom in Rom und die Scheich Zayed Moschee in Abu Dhabi gemeinsam? Sie alle wurden aus Carrara-Marmor gebaut. Und genau dieses Bergwerk in Carrara haben wir besucht. Wir drei sind angekommen in Carrara Massa. Wir haben jetzt unsere Motorradhelme getauscht gegen was anderes Schickes. Wir gehen jetzt nämlich unter die Bergführer. Genau, wir werden jetzt den Marmor erkunden. Und der Rainer sieht auch schick aus. Schaut euch das mal an. Hervorragend, gell? Und der Alex. Der Alex auch. Schon seit dem 1. Jahrhundert vor Christus wird der Marmor aus den Felsen geschnitten und zu Tempeln, Säulen und Skulpturen geformt. Über Jahrhunderte hinweg blieb der Marmor ein Exportschlager und das seit bereits mehr als 2000 Jahren. Daher wird er auch Gold in Weiß genannt. Die Geschichte des Marmors ist eigentlich viel älter, erzählt uns unser Guide, der uns durch die riesige Anlage führt. Vor 30 Millionen Jahren, im Erdzeitalter des Tertiär, als Kontinentalverschiebungen die Apuanischen Alpen aufwölbten, wurden kalkhaltige Sedimente von abgestorbenen Meereslebewesens unter enormem Druck zusammengepresst. Daraus entstand dann Jahrmillionen später der so begehrte Marmor. Stehen einem heute modernste Maschinen für die Arbeit zur Verfügung, so musste die Arbeit früher mit einfachen Gerätschaften unter größten körperlichen Anstrengungen vollzogen werden. Die herausgeschnittenen Blöcke wurden auf einem Schlitten der Lissatura zu Tal befördert. Dies war so bis 1960 üblich, ehe die Lastkraftwagen stark genug waren, so schwere Lasten in diesem steilen Gelände transportieren zu können. Bis heute findet jeden ersten Sonntag im August die traditionelle Lissatura statt. Die üblichen Lasten je Ladung betrugen 15 bis 25 Tonnen. Das höchste transportierte Gewicht mit der Lissatura war der Mussolini-Obelisk 1929 mit 300 Tonnen. Reich an weiteren Eindrücken verlassen wir das Bergwerk und schlagen den direktesten Weg zu unserem nächsten Ziel ein, da uns der Regen immer wieder aufsucht. Einige Kilometer und Regenschauer später erreichen wir die Ponte della Maddalena. Diese schicke Brücke, die ihr hier hinter mir seht, die wurde im 11. bis 13. Jahrhundert gebaut, hat also tatsächlich 200 Jahre gebraucht, weil immer mal wieder zwischendurch das Geld ausgegangen ist, die fertigzustellen. Und daran sieht man auch, es gibt hier unterschiedlich große Bögen von der Brücke. Die sind also nicht alle gleichmäßig, sondern von unterschiedlicher Größe, weil immer wieder mal ein anderer Bauherr dran gearbeitet hat. Es gibt aber auch noch eine andere Geschichte. Einer dieser Bauherren, der ist derart in Zeitdruck gekommen, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Der Teufel hat ihm angeboten zu helfen und als Gegenleistung sagte der Teufel, er bekommt die Seele desjenigen, der als erstes über diese Brücke gehen wird. Der Bauherr hat es sofort eingeschlossen. Innerhalb der nächsten ein, zwei Tage war die Brücke fertiggestellt.
Aber der Bauherr griff zu einer List und schickte ein Schwein als erstes über die Brücke. Der Teufel bekam also die Seele eines Schweins. Und weil darüber der Teufel derart verärgert gewesen ist, ist er von der Mitte der Brücke hinuntergesprungen in den Fluss und war seitdem nie wieder gesehen in dieser Region. Und deswegen nennt man diese Brücke auch noch die Teufelsbrücke. In Begleitung von dem einen oder anderen Regenschauer steuern wir auf direktem Wege eine traumhafte Unterkunft an, die Alex uns herausgesucht hat. Diese befand sich leicht versteckt im Hinterland, bot von ihrer leichten Erhebung aber eine wunderbare Aussicht. Rainer, was meinst du? Kann man es hier aushalten? Ja, denke schon. Gerade so, gell? Natürlich durfte das Stiefelbier nach diesem ereignisreichen ersten Fahrtag auch nicht fehlen. Das Hotel verfügt über eine ausgezeichnete Küche und wir kommen in den Genuss erlesener toskanischer Speisen. Mein Credo lautet, es sollte alles zumindest einmal probiert werden, auch wenn es manchmal etwas gibt, was meinem Gaumen dann doch nicht so ganz gefallen will. Mmh, Karim genießt jetzt Vins Santo mit Cantuccini. Mmh, Karim, sag jetzt bitte, wie es dir schmeckt. Komm. Das ist eine toskanische Spezialität. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Du willst auch echter Toskaner werden. Der Karim, der wird kein Italiener. Genau. Im Single Malt ist er kein Mann geworden. In der Toskana wird er kein Italiener. Der bleibt ein Freiburger. Also so sieht es bei uns morgens ganz oft aus. Ich bin circa schon eine Dreiviertelstunde vorher gerichtet und warte auf die Jungs. Eine halbe Stunde später kommt dann der Rainer. Und am längsten dürfen wir natürlich immer, ich wollte schon sagen, auf den kleinsten warten. Das ist der Alex. Aber dafür macht er auch so tolle Fotos und setzt uns immer so gekonnt in Szene. Also das verzeiht wirklich alles. So. Die Sonne geht bald unter, Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht, aber da kommt er endlich, der Alex. Und wir kommen irgendwann mal dazu, loszufahren. Du machst dich wieder lustig über mich, warte mal. So. Da stehe ich zu. Der macht Zeit mit 4, verstehst du? Ich brauche halt meine Zeit morgens. Ja, genau. Irgendwann sind wir alle fertig gesattelt und es kann wieder losgehen. Mal sehen, was das Wetter heute für uns bereithält.
Wir sind mittlerweile angekommen in dem kleinen Örtchen Caprese. Aber das hat heute eine kleine Erweiterung in seinem Namen. Es nennt sich Caprese Michelangelo, weil genau dieser hier am 6. März 1475 geboren ist. Und genau in diesem Anwesen hier hinter uns. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. So gerne würde ich euch nun eine romantische Geschichte erzählen, dass Michelangelo aus furchtbar ärmlichen Verhältnissen stammte und sich dieses Genie von ganz alleine autodidaktisch hocharbeitete. In Wahrheit aber kam Michelangelo aus reichem Hause und besuchte ausgezeichnete Schulen. Mit anfänglichem Widerwillen ließ ihn sein Vater auch auf die Kunstschule, wo er die Grundlagen der Freskokunst lernte und sich später der Bildhauerei zuwandte. Seine Karriere setzte er an weiteren renommierten Kunstschulen fort und seine späteren Werke schließlich mit der finanziellen Hilfe von Mäzenen in die Tat um. Auch wenn es sich deutlich gebessert hat, nach wie vor ist auch heute noch für den eigenen Werdegang stark beeinflussend, aus welchem Elternhaus man gekommen ist. Die Hoffnung, die bleibt. Jeden Tag geht erneut die Sonne auf und wir haben die Chance, aus unseren Kindern die besseren Menschen zu machen, als wir es selbst sind. Ja, ich gebe es ja schon zu, das ist ein wenig schwülstig aufgetragen. Aber bei solchen Sonnenaufgängen kann ich gar nicht anders. Zum Glück erinnerte mich Alex sogleich daran, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern werden. So sieht es als bei uns morgens aus. Die BMW-Fahrer stehen da, sind fertig gerichtet, rauchen schon die zweite oder dritte. Und hier, die Honda-Fraktion ist immer noch am Rumwerkeln. Also... Nicht die Honda-Fahrzeug, sondern der Honda-Fahrer. Steht drei Stunden früher. Mir, ne? Ich habe übrigens noch ein paar Sachen auf dem Zimmer. Dieser Tag sieht vielversprechend aus. Ich denke, heute werden wir mit der Sonne im Rücken reiten. Es ist ein Fest für die Sinne, durch diese hügelige Landschaft mit seinen Zypressenhainen und Obstplantagen zu fahren. Dieser Zustand dürfte für mich in einer Endlosschleife laufen. Das sind genau diese Momente, die das Motorradfahren so reizvoll machen. Deine Freunde und du, ihr alle teilt diesen besonderen Moment mit der Maschine, eine Einheit zu bilden und durch eine Landschaft wie im Bilderbuch zu fahren. Ihr spürt den Motor unter euch, den Winddruck auf Brust und Helm. Und mit jeder Kurve hebelt ihr die Gesetze der Physik aus, von denen euer Gehirn euch einst sagte, das funktioniert nicht. Und ob es funktioniert. Mit jeder Kurve zieht es euch mehr in den Sog dieses Fahrflusses und ihr wollt immer weiter.
das gemeinsame Erlebnis, offen für neue Wege zu sein und Neues entdecken zu wollen, die Gespräche am Abend bei einem kühlen Bier, die Erzählungen, wer wir sind, was uns bewegt und wo wir noch hinwollen. Das ist, was uns zusammen und einander näher bringt. Auch das ist für mich ein Teil des Motorradfahrens. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin ein großer Freund von geregelten Abläufen und so waren wie gewohnt am nächsten Morgen zuerst Rainer und ich am Moped und irgendwann kam dann auch der sympathischste Rheinländer der Welt. Mittlerweile haben wir schon einiges gesehen. Die Festungsanlage von Sarzanello, das Marmorbergwerk in Carrara, die Teufelsbrücke, das Autodromo in Mugello, den Geburtsort von Michelangelo, die Abtei Sant'Antimo, die heißen Schwefelquellen von Saturnia und mittlerweile sind wir hier unten angekommen auf einer Halbinsel. Wir schwingen uns Kurve für Kurve auf den höchsten Punkt der Halbinsel empor. Auf der Spitze bläst uns kräftig der Wind entgegen und wir lassen den Blick in die Ferne schweifen. Auch das ist ein Teil der Toskana. Berge, weite Hügellandschaften, Inseln und Küsten. Die Toskana hält so viele Überraschungen für uns bereit, wie auch das malerisch gelegene Pitigliano. Diese über 1000 Jahre alte Stadt wurde auf einem 300 Meter hoch gelegenen Tuffsteinfelsen erbaut. Tuffstein ist ein vulkanisches Eruptivgestein. Aufgrund seiner vulkanischen Gaseinschlüsse ist Tuff häufig sehr porös. Das hat zur Folge, dass diese Stadt jedes Jahr um 1-2 cm einsinkt. Für unser nächstes Ziel hatte ich eine tolle Abkürzung durch den Wald geplant. Die Jungs freuten sich. Mit Karim unterwegs zu sein, das ist echt schon hardcore. Ich sag's euch. Wir sind hier wahrlich nicht über den Kilimandscharo gefahren. Wer aber schon ein wenig auf unbefestigten Straßen unterwegs gewesen ist, der weiß, dass auf einem aufgeweichten Waldboden der Schwierigkeitsgrad noch einmal gehörig steigt, wenn man mit einer schweren Reise-Enduro unterwegs ist. Jedenfalls waren wir ziemlich happy, dass keiner von uns im Dreck gelandet ist. Mein Mikro war auch ziemlich glücklich, so sehr, dass es vor lauter Freude leider nicht funktionierte.
Am Abend erreichen wir eines meiner persönlichen Highlights, die Zisterzienserabtei Galgano. Heute Morgen ist es noch ganz schön frisch. Wir sind hier bei der Abtei von Galgano. Die wurde gegründet im 12. Jahrhundert von Galgano Ciudotti. Die Mönche von Galgano haben lange Zeit diese Abtei sehr erfolgreich geführt. Im 15. Jahrhundert allerdings sind durch Hungersnöte und Pestepidemien viele der Klosterbrüder hinweggerafft worden. Schließlich kamen noch marodierende Söldnerheere aus Florenz hinzu und gaben dem Kloster seinen Rest und nahm ihm sogar auch noch sein Dach weg. Das Dach ist nämlich nicht aus Tonziegeln gemacht worden, sondern aus Blei. Und das lässt sich selbstverständlich auch für andere militärische Zwecke sehr gut verwenden. Wir nutzen die Gelegenheit und besichtigen das Bauwerk am nächsten Morgen. In Mittelitalien ist diese Kirche mit ihren gotischen Stilelementen einzigartig. Sie besteht aus 3 Schiffen zu je 8 Jochen. Eine weitere Eigenart zeigt sich in den verwendeten Baustoffen. Kalkstein für die tragenden Elemente, Ziegelsteine dagegen für den Maueraufbau und die Gewölbe. Der 71 Meter lange Sakralbau ohne Dach und mit dem einfallenden Licht durch die Fenster hat eine mystische Wirkung. Wir verlassen San Galgano und gehen ein kleines Stück zu Fuß hinüber zur romanisch-kreisförmigen Kirche La Rotonda. In ihr befindet sich das Schwert, welches in einem Felsen steckt. Ein Priester erzählt Alex, dass dieses Schwert dem Ritter Galgano gehörte, welcher eine engelhafte Stimme hörte, die ihm befahl, sein sündiges Leben aufzugeben. Dieser steckte sein Schwert tief in diesen Fels, auf das er es nie wieder verwenden würde. Es geht also nicht darum, den Nächsten zu finden, der das Schwert aus dem Stein zieht, sondern alle daran zu erinnern, dass es besser ist, sein Schwert für immer stecken zu lassen und den Frieden zu wahren. Alter Falter, was waren wir jetzt alle beseelt und heilig gesprochen? Keine Frage, unsere Schwerter lassen wir stecken, aber dafür ziehen wir jetzt mal kräftig den Gashahn auf. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie wir auf San Gimignano zugefahren sind.
Davon war ich wirklich beeindruckt. Diese kleine Ortschaft mit 7700 Einwohnern liegt leicht erhoben auf einem Felsen. Und schon aus der Ferne konnte man mehrere einzelne Türme sehen, die sich dem Himmel entgegenreckten. Ganze 15 Stück an der Zahl. Diese sind gebaut worden im 15. Jahrhundert. Aber es waren damals nicht nur 15. Viele Patrizierfamilien wollten der Bevölkerung demonstrieren, wie stark und mächtig sie sind. Und dann fing der Erste an, einen Turm zu bauen. Bei dem ist es nicht geblieben. Da hat der Nächste und der Nächste angefangen. Und dann muss man sich das mal vorstellen, das waren mal 72 Türme, die diese Ortschaft hatte. Wie viel Energie dort reingesteckt worden ist, um diese Türme dort zu bauen, völlig irre. Ich hätte viel drum gegeben, könnte ich einmal sehen, wie es damals ausgesehen haben muss, dieser kleine Ort mit 72 Türmen. Nicht umsonst nennt man diesen Ort auch das Manhattan der Toskana oder die Stadt der Türme. Ich hoffe, euch haben die Bilder und Erzählungen über die Toskana gefallen. Wir hatten eine wirklich wunderbare Woche dort. Und aus der einen Woche hätten wir auch sicherlich 2 Wochen problemlos machen können. So vieles gibt es dort noch zu entdecken. Ich kann euch nur ermuntern und ermutigen, die Toskana ist auf jeden Fall ein Motorradreiseziel wert. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und lasse euch zurück mit ein paar Bildern von Cinque Terre, die auf unserem Heimweg lagen. Allzeit gute und sichere Fahrt euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.